Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur GPL und damit zu Spieltag Nummer 10. Wir spielen gegen Belly und ja, falls ihr das Teambuilding nicht gesehen habt, schaut sehr gerne mal vorbei. Denn wir haben einiges an interessanten Stuff, denke ich, mit dabei. Und vor allem spielen wir heute gegen vielleicht das katastrophalste Matchup überhaupt. Bisaflor in der Sonne, Kyurem mit Wahlglas oder so, oder Kyurem auch ohne Wahlglas, vernichtet unser Team quasi im Alleingang. Deswegen müssen wir schauen, dass wir da irgendwie bestehen können. Ja, ich bin super, super nervös. Ich weiß nicht so richtig, was auf uns zukommen wird. Ich erwarte auf jeden Fall Kyurem, Bisaflor, Mantax und Kurdel. Die sind für mich eigentlich gesetzt. Und dann vermutlich Piondragi oder Duoclass und vielleicht noch Flunschlick mit dazu. Das sind so, ist so meine Prediction, aber es kann auch alles Mögliche mitkommen. Ich drücke mal auf A, ich bin bereit und dann schauen wir mal, was der gute Belly mit dabei hat. Oh, man sieht das jetzt hier links. Okay, das ist neu. Bisaflor, Kyurem, Flunschlick, Costoso. Costoso ist die Überraschung quasi. Okay, das ist aber, denke ich, in Ordnung. Nicht mega geil, aber okay. So, Flunschlick... Costoso, das ist eine interessante Neuerung. Nice. Mantax und Kurtel. Ja, also soweit eigentlich keine große Überraschung. Ich habe gesehen, dass Costoso mitkommen kann. Ist jetzt ein bisschen schade, dass wir hier Bizarro-Service spielen, weil Bizarro-Raum wird halt nicht rauskommen in diesem Match. Ist also sinnlos gewesen. Aber naja, so ist es halt manchmal. Ne? Wir mussten uns irgendwie dagegen ja auch absichern. Ich denke, wir stehen mit Happy eigentlich immer ganz gut da, egal womit er leaden sollte. Außer Costoso. Costoso fände ich nicht so geil, da bin ich ganz ehrlich. Und Costoso sieht gegen uns halt auch echt gut aus, ne? Also Kampf trifft 3 unserer Pokémon sehr effektiv. Fast den gesamten anderen Rest neutral. Oh, ich bin so nervös. Ja, wir werden mit Happy leaden. Ich denke, da müssen wir uns nicht so mega viel Gedanken machen. Hoffen, dass Kyurem der Lead sein wird, weil das wäre für uns perfekt und das könnte uns in eine extrem gute Position bringen, aber dazu muss der Kyurem Lead kommen. Wenn irgendwas anderes kommt, kann das schon etwas schlechter letztlich für uns sein. Okay, ich drücke mal auf Ready und dann schauen wir, was das so werden wird. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Here we fucking go. So, gegen Belly. Ich habe ja tatsächlich gegen Belly schon in einer anderen Liga gespielt, im UDT, wo er auch Bisaflor mit Sonne hatte, aber das war ein Fun-Match tatsächlich. Also da habe weder ich noch Belly-Sets gemacht und deswegen ist es für mich trotz allem das erste Mal. Er liegt mit Heimdall, das ist Kyurem. Perfekt! Sehr, sehr nice. Okay, das ist sehr, sehr gut. Oh, wir sind hier gerade in unserem DLC-Outfit, sehe ich gerade. hoffen wir, dass es uns kein Pech bringt. Wir gehen direkt auf die Drachenklaue. Da müssen wir gar nicht überlegen. Das machen wir direkt. Dafür sind wir hier. Vielleicht spielt der Wahlschal, aber wir spielen Fokuscode. Das heißt, wir überleben auf jeden Fall. Und wenn wir treffen, kann Kyurem bereits down sein. Das wäre natürlich super wichtig. Vielleicht geht er jetzt allerdings auch raus. Das wäre aber auch okay, weil er tatsächlich Duoclass nicht mit dabei hat, right? Das heißt, er hat eigentlich keinen Switch-In und er geht raus. Er predicted den Scarf und geht in Tor. Das ist sein Flunschlick. Puh, das ist okay. Drachenklaue kommt, Drachenklaue trifft. Das sollte auch ganz okayer Schaden sein. Ja, der ist komplett physisch defensiv. Okay. Wird er jetzt die Tarnsteine legen, ist jetzt die Frage. Weil, ja, I don't know. Ich kann jetzt meinen Move wechseln. Vielleicht rechnet er damit nicht. Erdbeben ist stärker. Will ich rausgehen in irgendwas? Eigentlich will ich dieses Flunschlick ziemlich down kriegen. Ich glaube auch, dass er hier für die Tarnsteine geht. Wäre scheiße, wenn nicht. Wäre scheiße, wenn er jetzt für Erdkräfte einfach geht. Aber eigentlich haben wir, macht der Offensiv jetzt nicht mega Druck gegen uns. Deswegen gehen wir hier für Erdbeben einmal. Und bestrafen, wenn er hier die Tarnsteine legen sollte. Weil die Tarnsteine gegen uns halt super, super gut aussehen. Deswegen hoffen wir mal auf das allerbeste. Okay. Der Start war zumindest schon mal okay. Der Start war okay. So, wir gehen für Erdbeben. Wir treffen Erdbeben auch. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Und das nächste Erdbeben würde ihn auf jeden Fall rausnehmen. Und er geht hier für Toxin. Ah, das ist nicht so geil, weil wir unseren Fokus gut verlieren. Aber ich sag mal so, ist es besser, als die Tarnsteine jetzt draußen zu haben. So, okay. Und er hat die Überreste. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass er dann vielleicht auch noch Schutzschild spielt. Das ist aber nicht so wichtig. Problem ist nur, danach kann jetzt Kyurem reinkommen, ne? Ja, wir haben einen Flunschlick zwar draußen und so, aber was willst du machen? So, ich gehe jetzt hier für eine Drachenklaue. Da muss ich nicht nochmal für Erdbeben gehen. Let's go. Hoffen wir, dass wir treffen. Er geht für Schutzschild erstmal. Das ist okay. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt Fruststampfer einsetzen könnten, aber werden wir mal nicht revealen, dass wir den haben und gehen hier weiter für die Drachenklaue. Dass er hier eben Schutzschild hat, das war anzunehmen.
wenn Überreste Toxin drauf sind. Dann spielt man das ja sehr, sehr gerne. Und es ist nicht schlimm, dass Happy vergiftet ist, in dem Sinne, dass Happy nichts tanken soll, sobald der Fokuscode angeknackst ist. Dass der angeknackst ist, ist natürlich nicht so geil. So, mal sehen, ob er jetzt nochmal in irgendwas rausgehen wird. Aber dann bekommt Happy auch nochmal ganz guten Schaden auf den drauf. Das wäre okay. So, bis hierhin alles so, wie ich es erwartet habe. Und wir treffen die Drachenklaue. Das ist sehr nice. Das war's mit Flunschlag. Und damit können wir jetzt theoretisch Elektroattacken spammen. Klar, Bisaflor kommt da rein, aber ja. Okay, soweit so gut. Jetzt kann halt Kyurem kommen. Jetzt kann halt Kyurem kommen. Und quasi free irgendeinen Move drücken. Ja. Will ich drinbleiben, ist die Frage. Weil er könnte für Delegator gehen. Er könnte jetzt für Delegator gehen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Haben wir eine Option. Wir könnten in Austragento gehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das selbst aussprechen will. Wollen wir das tun? Wollen wir das tun? Wollen wir das tun? Ich denke, ist unser Bisaflor switchen, ne? Aber Happy hier down gehen lassen will ich eigentlich eher weniger. Deswegen gehen wir da jetzt rein. Wenn er Wahlglas ist und jetzt den Draco drückt, kann er missen. Aber wenn er trifft, sollten wir auch den zweiten eigentlich nehmen und sollten wieder in einer guten Position sein. Und er geht hier für den Eisstrahl. Okay, den sollten wir relativ gut nehmen. Das ist, glaube ich, kein Wahlglas-Damage. Okay, wollen wir jetzt für einen Multi-Angriff gehen? Was wären seine Switch-Ins? Eigentlich hat er jetzt nicht so den Mega-Switch-In, vielleicht Costoso am ehesten. Deswegen könnte ich jetzt hier für eine Kehrtwende gehen. Wir sind langsamer, wir kriegen was Schnelleres rein. Wir kriegen beispielsweise dann Libalo rein, wo er auf einen Turm kickt. Wir kriegen Humanoel rein. Was hat er gegen Humanoel? Costoso, ja. Costoso muss eigentlich auch noch weg. Wir gehen für eine Kehrtwende, ja. Sollte okay sein. Er bleibt tatsächlich drin und drückt nochmal den Eisstrahl. Das ist in Ordnung. Nicht super geil, aber okay. So, bei Kyurem wissen wir Eisstrahl. Ist er Wahlschall dann? I don't know, warte mal, wie viel Schaden bekommt er jetzt durch die Kehrtwende? Ist nicht super viel. Okay. Gehen wir jetzt in Nishinoya, ist die Frage. Gehen wir in Nishinoya. Wir können den potenziell rausnehmen, aber ist sehr unwahrscheinlich, dass wir das können. Wenn er nicht Gewaltschalt ist, ist jetzt die Frage. Wenn er Gewaltschalt ist, ist Nishinoya natürlich super gut. Wenn er nicht Gewaltschalt ist, ist Humanoel super gut. Aber ansonsten kriegen wir einen Eisstrahl ab auf unsere nicht vorhandene spezielle Defensive. Wir könnten auch in Carsten Stahl gehen tatsächlich. Der ist eigentlich nicht so wichtig und wir sollten... Leben wir einen Eisstrahl, ist jetzt die Frage. Leben wir einen Eisstrahl? Eigentlich wäre Chip drauf auch ganz gut. Ich glaube ja. Ich glaube, ich gehe in Carsten Stahl. Weiß ich nicht, ob es der beste Play gerade ist. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Chip tatsächlich auf dem. Und ich glaube, der will jetzt eigentlich ungern drinbleiben. Vor allem, weil er davon ausgehen kann, dass wir Robustheit haben. Deswegen will der jetzt eigentlich nicht drinbleiben. Wird jetzt vermutlich rausgehen. Beispielsweise in Costoso, was okay wäre. Oder in Kodel. Wir gehen auf die Tarnsteine. Jetzt geh bitte einfach raus. Geh bitte einfach raus. Tu mir den Gefallen. Du musst Angst haben vor einem Eisenschädel. Das tut weh. Oder Toxin willst du eigentlich auch nicht drauf haben. Willst du nicht. Könnte sehr hoch gepokert sein gerade. Er geht raus. Okay, das ist sehr, sehr gut. Wir kriegen die Tarnsteine raus. Das ist wichtig. Und er geht in den Jungen. Was ist das? Mantax ist das. Wollen wir drinbleiben in Mantax? Wollen wir drinbleiben? Wir können Donnerzahn einsetzen. Wenn er jetzt auf Siedewasser geht, ungünstig. Aber vielleicht geht er nicht auf Siedewasser. Ich meine, Siedewasser ist gut gegen unser Team. Das ist jetzt nicht so die Sache. Aber vielleicht hat er Auflockern hier drauf. Dann würde ich, glaube ich, gerne auf Donnerzahn gehen. Ich glaube, ich try es. Ich glaube, ich will hier überraschen. Mal schauen, ob es aufgeht. Er geht für Auflockern. Yes! Das heißt, wir kriegen mega, mega viel Schaden drauf. Let's go. Tarnsteine sind wieder weg, aber wir kriegen den Donnerzahn und der dürfte wehtun. Wir treffen ihn auch. Wie viel macht es? Leute, here we go. Der war nicht physisch defensiv. Der erste Kill für Stalos. Okay, ich glaube fast, dass er dann keine Dings hat. Ich glaube dann, dass er fast kein... Tür kommt jetzt rein. Das ist Costoso. Okay. Das ist nicht optimal, aber ist okay. So, wollen wir jetzt in... Ja, er hat eigentlich jetzt keinen Martellit-Switchen mehr, ne? Wollen wir in Martellit gehen? Ist jetzt die Frage, weil eigentlich können wir das machen. Brauchen wir noch... Das Klebenetz zu legen wäre noch super geil, oder? Das wäre noch richtig, richtig nice. Das sollten wir jetzt eigentlich gegen den Dude rausbekommen. Okay, Stalos hat einen richtig, richtig guten Job gemacht.
Das war sehr, sehr nice, soweit. Okay, der sollte uns jetzt eigentlich nicht rausnehmen, wenn ich mich nicht verkalkt habe. Und wir erfahren, dass er Wahlband ist. Okay, geht er direkt für Unlicht? Er geht für Nahkampf. Okay, das ist perfekt. Und wir wissen, der ist gebandet jetzt. Der muss jetzt also rausgehen. Und das ist auch sehr, sehr geil. Er kriegt einen Crit, aber der sollte nicht so sehr gemattert haben. Wahlband und Nahkampf, das ist perfekt für uns. Also jetzt läuft es gerade richtig, richtig gut. Ich denke, wir legen das Klebenetz. Ich könnte auch mit Kehrtwende rausgehen, aber jetzt ist halt gerade ein guter Moment, um das Klebenetz zu legen. Deswegen machen wir das auch. Wir müssen jetzt in der Runde noch nicht G-Maxen. Er muss so oder so rausgehen. Okay, wir sind ab jetzt aber kein Switchen mehr. Okay, und er geht in Kyurem. Das ist auch perfekt, weil ich denke, dass wir in der G-Max einen Move leben sollten. Weil wir wissen, der ist nicht Wahlglas. Dafür war das zu wenig Schaden. Ich schreibe mal hier in Klammer, also mit Fragezeichen Wahlschall. Okay, ich könnte jetzt für den Geist-Move gehen. Was macht das nochmal? Senkt die Verteidigung des Ziels. Ja, das wäre okay, theoretisch. Ich denke, ich möchte jetzt eigentlich nicht rauswechseln, sondern ich gehe jetzt für die Giga-Astrowellen. Dann kriege ich den Chip auf Kyurem, den ich brauche. Ja, und dann sieht Lieberlo tatsächlich sehr, sehr gut aus. Gerade mit dem Klebenetz, was draußen ist. Deswegen G-Maxen wir jetzt mal. Wie gesagt, wir sind kein Switchen mehr in Costoso. Und Costoso mit Wahlband, wenn er Flauschigkeit spielt, ist es immer ein One-Shot von Lieberlo. Wenn er dran gedacht hat, spielt er wahrscheinlich keine Flauschigkeit sogar. Ja, aber wir sollten jetzt eigentlich einen Hit nehmen, oder? Eisstrahl kommt, vielleicht nehmen wir davon sogar zwei. Wir nehmen davon easy going zwei. Holy shit. Okay, die Gastrowellen wird jetzt auch nicht mega viel machen, aber ist halt Chip. Ist halt Chip-Damage, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob der Ruheort spielt, aber dann wissen wir, haben wir zumindest schon mal wichtige Informationen. Ich denke, ich gehe jetzt hier auch nochmal weiter für Giga Astrowellen. Ja. Ich glaube, da müssen wir wenig nachdenken. Geht er für Ruheort? Er hat Ruheort, okay. Das heißt, er wird vermutlich jetzt auch nochmal Ruheort drücken. Maybe. Dann wissen wir jetzt schon mal, dass er nicht Wahlschall ist. Das ist auch eine wichtige Information. So, und wenn er sich jetzt nochmal gegenhält, ist das fein, weil wir gehen jetzt für Deiner Spuk. Das senkt nämlich die physische Verteidigung. Okay, und ab da müsste Lieberlo dann eigentlich in einer guten Position sein, um Kyurem zu one-shotten. Und wenn er Kotl reinbringt, dann überlebt Kotl nur, wenn der komplett physisch defensiv ist. Und wenn der komplett physisch defensiv ist, dann kann Lieberlo uns eigentlich nicht killen. So, dann ist er jetzt auf minus 1. Er kann uns jetzt vermutlich rausnehmen. Ist mir das egal? Ich könnte in Amigento gehen. Aber ich glaube, ich würde Amigento noch sehr gerne behalten auf der Range, wo der gerade ist. Ja, und eigentlich will ich jetzt dann gerne in Lieberlo reingehen. Deswegen, ich gehe auf die Kehrtwende. Ist die Slow-Kehrtwende. Er geht nochmal für den Eisstrahl. Könnten wir vielleicht sogar nochmal nehmen. Das wäre halt richtig geil. Aber, naja, mit 75 KP, nee. Okay, nochmal ein Crit. Glaube nicht, dass der gemeldet hat. Nee, ich glaube, der hat uns... weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wie viel wir vorhin bekommen haben. So, jetzt gehen wir in die Shinoya. Right. Wir könnten in Humanoel gehen, aber nö, der hat noch Costoso. Nö. Wir gehen in die Shinoya und auf minus 1. Ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht verschätze. Weil ansonsten verlieren wir ein sehr, sehr wichtiges Mon. Sollte der Feuerball... Ja, der sollte... Ja, doch, auf der Range, wo er gerade ist, sollte der Feuerball eigentlich killen. Deswegen, let's go. Let's go. Ich bin gespannt, ob er jetzt Kotl reinwirft. Weil Kotl wäre okay. Kotl wäre vollkommen okay für uns. Es sieht erstmal ganz gut aus. Wenn wir alles... Die Erdanziehung ist noch draußen. Wir können nicht missen, glaube ich, oder? Ich glaube, die Erdanziehung müsste diese Runde auf jeden Fall noch draußen sein. Das heißt, der Feuerball trifft safe. Puh. Okay. Okay, 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 okay. Ansonsten von Kyurem wissen wir noch nichts weiter. Costoso wissen wir nur Nahkampf, Wahlband, Bisa, Floor und Kotl haben wir noch nicht gesehen. Gut, dann bin ich gespannt, was er jetzt hier reinwirft. Mal schauen. Er bleibt drin, wir kriegen den Feuerball und das müsste es mit Kyurem gewesen sein. Yes, okay. Sehr, 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 sehr gut. Kyurem, Gefahr Nummer 1, gebannt. Perfekt. Erdanziehung ist jetzt leider wieder weg. Wäre natürlich noch ganz geil gewesen. Und jetzt kommt was rein? Kotl. Will ich drin bleiben, ist jetzt die Frage. Will ich einfach drin bleiben? Ich sag mal so, Nishinoya ist nicht das wichtigste Pokémon. Nicht mehr.
Ist immer noch geil. Aber jetzt auf Kotel guten Schaden zu bekommen, wäre auch viel wert. Ja, doch, ich glaube, ich bleibe sogar drin und drücke einen Feuerball. Ich glaube schon. Und wir missen. Ah, okay, das ist natürlich scheiße. Er geht für Turbodreher, das heißt, Klebenetz ist jetzt weg. Das ist auch ziemlich scheiße. Ja, das ist halt kacke, dass das nicht bestraft wurde. Dass wir das nicht bestrafen konnten. Jetzt wird es natürlich wieder ein bisschen knackiger, Bisaflor aufzuhalten. Immer noch nicht unmöglich, aber es wird auf jeden Fall knackiger. Ja, hat er jetzt was gegen Libalo? Ich glaube, ich gehe nochmal für den Feuerball. Ich glaube, einmal gehe ich noch. Auch wenn ich nicht glaube, dass er jetzt rausgeht oder so. Ah, dass wir den gemisst haben, war gerade nicht so geil. Aber irgendwann muss das ja passieren. Ja, und der ist physisch defensiv. Okay, wie zu erwarten war. Und er hat die Erdkräfte. Please, kein Kill. Okay, okay, alles gut, alles gut, alles gut. So, jetzt will ich eigentlich rausgehen. Eigentlich ja. Erdkräfte drückt er, right? Erdkräfte ist gar nicht so geil, aber ich glaube, Stalos müsste einen Hit nehmen und wir wären dann schneller mit den Erdkräften. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt. Ich glaube, das ist jetzt okay. Vielleicht geht er sogar raus in Bisaflor. Maybe, aber das wäre super, super riskant, falls wir nochmal drin bleiben und einfach nur den Chip wollen. Da kann er sich nicht hundertprozentig sicher sein. Deswegen hoffe ich, dass er jetzt für Erdkräfte geht. Und das dürfte Carsten Stahl eigentlich auch nicht killen. Okay, er geht für Tarnsteine. Ist Tarnsteine zum jetzigen Zeitpunkt ein Problem? Ich würde fast sagen, nein. Nö, würde ich eigentlich nicht sagen. Okay, dann gehen wir jetzt für Erdkräfte. Here we go. Das killt Kurdel hundertprozentig, wenn er physisch defensiv ist. Wir sollten auch schneller sein, wenn er minus Init spielt. Wenn er nicht minus Init spielt, dann aua. Er geht raus. Wahrscheinlich in Costoso. Nehme ich mal an. Yes. Das sollte auch ganz guten Damage bekommen, dadurch, dass wir speziell angreifen. Here we go. Einmal die Erdkräfte, please. Ja, das ist guter Damage. Den nehme ich. So, er wird jetzt wahrscheinlich für einen Nahkampf gehen. Wollen wir jetzt irgendwas sacken? Wie wichtig ist Happy noch? Happy ist tatsächlich noch ganz nett, weil der schneller ist als alles, was so drin ist. Ich könnte jetzt Carsten Stahl einfach opfern. Der wird mich mit einem Nahkampf sehr, sehr wahrscheinlich rausnehmen. Aber ich glaube, Carsten Stahl ist am verzichtbarsten gerade. Deswegen gehe ich nochmal für die Erdkräfte. Yes. Here we go. Here we go. Er geht für Nahkampf. Das sollte es gewesen sein für Carsten Stahl. Yes. Okay. Er ist jetzt aber auf Nahkampf gewahlt. Das heißt, wir können jetzt theoretisch in ein Pokémon unserer Wahl gehen. Am besten etwas, was Kotel besiegen kann. Also wahrscheinlich Happy, oder? Wenn wir dann mit Happy missen, ist natürlich scheiße. Aber mit dem... Ja... Nee, wir müssen schon in Happy gehen. Ich denke, da gibt es keinen dran vorbeikommen. Und Happy sollte, glaube ich... Oh, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Oh, ja, wenn, dann gibt es jetzt, glaube ich, eh keinen Zurück mehr. Oder gibt es noch einen Zurück? Wie viel machen wir mit Happy gegen... gegen Costoso? Der wird eher offensiv sein, das heißt... Doch, ich hoffe, ja, pff. Wenn er Flauschigkeit spielt, wird's knapp. Aber müsste eigentlich hinhauen. Let's go, come on. Und wir treffen, killt es. Es, oh, es killt, okay. Das war wichtig. Das war sehr, sehr wichtig. Okay, das war's für Costoso. Das heißt, Kodel und Bisaflor bleiben noch. Kodel und fucking Bisaflor. Oh, warte mal, lieber los, der hart angedamaged. Kommt der nochmal in Tarnsteine rein? Ich glaube, er kommt ganz knapp in Tarnstein nochmal rein. Kann das sein? 43. Ja, wir kommen nochmal in Tarnstein rein. Okay, das ist wichtig. So, ich glaube, jetzt Happy abwerfen. Oder gehen wir nochmal in Austragento? Nee, der macht eigentlich zu viel Schaden. Das heißt, Happy jetzt abwerfen und danach mit Humanoel Druck aufbauen. Dann kann er mit... Uiuiui. Uiuiui. Das wird eine ganz, ganz knappe Geschichte, sage ich. Das wird ziemlich knapp. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall für eine Drachenklaue. Lassen Happy jetzt hier erstmal down gehen. Er geht natürlich für die Erdkräfte. Ist er Lebenorb? Lebenorb wäre, glaube ich, wichtig für den Chip. Oder spielt er Giftschleim? Weil Giftschleim könnte dann ein bisschen tricky werden. Er spielt Lebenorb, okay. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Lebenorb. Und Erdkräfte. Ja, jetzt müssen wir in Austragento gehen, weil Austragento überlebt alles. Auch einen Meteorologen. Vielleicht bleibt er jetzt sogar drin, dann bekommt er jetzt einen Flammenwurf. Er kann jetzt eigentlich nicht rausgehen, weil die Sonne noch da ist. Dann bekommt er die Sonne nicht mehr raus. Das heißt, er muss drin bleiben und wir überleben
Oh. Meteorologe macht gegen uns 81 bis 95% maximal. Das heißt, wenn er die absolute Highroll bekommt, dann kann er uns rausnehmen. Aber im Normalfall tanken wir das. Und dann kriegen wir jetzt super viel Damage drauf. Und... oh, wir tanken es. Holy shit. Das war aber ganz, ganz genau. Das war ganz, ganz genau. Und er hat schon super viel Chip. Ah, er lebt nochmal eine Runde. Und er kriegt den Burn. Oh, der Burn ist bitter. Der ist sehr, sehr bitter, weil jetzt stirbt dieser Flo einfach, right? Also, keine Ahnung, wenn er Synthese spielt, dann hat das eventuell nicht gemattert. Dann hat das eventuell gemattert, aber ansonsten wäre er sowieso am nächsten Leben auf Schaden gestorben. Okay. Okay, okay, okay. So, jetzt kommt Kodel. Kodel sollten wir doch hoffentlich mit dem, was wir noch haben, besiegen können. Habe ich jetzt nicht so darauf geachtet, was wir noch haben. Ich schau mal nach. Wir haben Humanoel noch. Ja, Humanoel hat Steinkante Erdbeben. Das sollte eigentlich im Normalfall funktionieren. Zusammen mit Nishinoya. Okay, gehe ich jetzt hier für Auflockern? Eigentlich ist das Wayne, oder? Eigentlich ist das ziemlich Wayne. Wir gehen für Multi-Angriff. Oder ist Flammenwurf stärker in der Sonne und so? Nee, ich denke, Multi-Angriff müsste schon besser sein. Und ich glaube, dass wir hier gewinnen. So, Multi-Angriff, let's go. Wie viel machen wir dagegen? Ja, ist nicht so viel. Aber sollte eigentlich reichen, dass Libalo jetzt finishen kann. Mit einem Feuerball. Das heißt, wir können uns gerade aussuchen, mit wem wir uns den Kill holen wollen. Können wir mit irgendwem safe killen, weil Libalo kann ja missen. Aber Humanoel mit der Steinkante gerade kann auch missen. Erdbeben könnte kritisch sein. Hm. Ich sag Nishinoya, ich würde Humanoel mega den Kill gönnen. Aber Erdbeben müsste eigentlich safe killen, oder? Killt Erdbeben safe. Wir wissen aber nicht, ob der irgendwie eine Antibodenbeere hat oder so. 155, 40, 10. Ja, eigentlich sollten wir safe reinkommen hier. Mit einem Feuerball killen wir. Meine ich, weil wir sind dann in Großbrand-Range. Ja, komm. Wir versuchen, den Nishinoya-Kill zu holen. Ich weiß, es kommt auch ein bisschen auf die Differenz an, aber eigentlich sollte das funktionieren. So. Eigentlich sollte das funktionieren. Okay, dann gehen wir für den Feuerball. Wir können mit Flammenblitz safe den Kill holen. Gehen wir auf Feuerball. Hoffen wir, dass jetzt hier nichts schief geht. Okay, wir treffen den Feuerball. Und das sollte es mit Kodel gewesen sein. Großbrand, Sonne. Und wir gewinnen gegen Belly mit 2 zu 0. Puh, okay, wow. Das war super, super eng. Also, dass wir da mit Amigento überlebt haben, ey, mein Herz, Leute. Mein armes, armes Herz. Ich meine, wir haben genau darauf quasi unser Investment gelegt, dass wir eben einen Meteorologen mit 50%, mit unter 50% tanken können. Aber die allerhöchste Roll, die hätte killen können, deswegen. Und Crit hätte auch noch kommen können. Der Burn gegen Visaflor, ich glaube, dass er nicht sonderlich gemerdert hat. Das Einzige, was halt noch hätte, also weil wir eben Tiefschlag haben und er sich mit Leben ob Damage eh killt. Deswegen glaube ich, hätten wir das so oder so gewinnen können. Ich denke tatsächlich, dass das von uns seit langem mal wieder ein richtig cleanes Spiel war. Den letzten Play kann man kritisieren. Da war ich ein bisschen geil auf die Killliste für Libalo, bin ich ganz, ganz ehrlich. Weil ich glaube Humanoid killt, ich habe irgendwo den Kalk aufgeschrieben, Humanoid killt mit Erdbeben. Ah nee, das war gegen Flunschlick tatsächlich. Also, weiß ich nicht, ob Erdbeben gegen Kodel gekillt hätte. Könnte auch der richtige Play gewesen sein, weil Feuerball, dass der trifft, ist natürlich wahrscheinlicher, als dass Steinkante trifft. Feuerball 90% Genauigkeit, Steinkante 80% Genauigkeit. Ich hätte es auch mega Humanoid gegönnt, aber das Ding ist, wenn wir da gemisst hätten, wäre auch ziemlich schwierig geworden. Vor allem, weil, glaube ich, die Sonne dann auch irgendwann weg gewesen wäre. Und ohne Sonne hätten wir Kodel wahrscheinlich mit Libalo nicht killen können. Deswegen doch, ich glaube sogar, objektiv betrachtet, war das sogar der richtige Play, dass wir da in Libalo sind. Weil Libalo bloß zu diesem Zeitpunkt die Chance hatte zu killen. Was wir natürlich hätten machen können, wäre irgendwie eher auf Flammenblitz gehen, um hundertprozentig den Kill zu bekommen. Aber dann bin ich hier lieber auf Differenz gegangen. War ein bisschen risky. Eventuell hätte da noch was passieren können. Aber ich denke, ansonsten haben wir das relativ clean tatsächlich runterspielen können. Was super, super gut für uns ist. Super, super wichtig für uns ist. Denn Tabs spielt diesen Spieltag gegen Downy. Und einer von beiden logischerweise verliert. Und das bedeutet, wir kriegen zudem jetzt Abstand hin, was die Punkte angeht. Während der andere natürlich safe gewinnt. Das heißt, da bleibt der Abstand auf jeden Fall erhalten. Da kommt es dann ein bisschen auf die Differenz an. Hoffen wir, dass Downy gewinnt, ganz knapp. Weil dann ist der mit der krassen Differenz
punktemäßig weiter hinten. Und er mit der schlechteren Differenz punktemäßig näher dran. Das ist auf jeden Fall so das Ergebnis, was ich mir erhoffe. Von daher drückt die Däumchen, wenn ihr für uns im Titelrennen seid. GG aber auf jeden Fall nochmal an Belly. Der, ja, war ein knappes Match, denke ich mal. Insgesamt war ein super schwieriges Matchup für uns. Aber glücklicherweise konnten wir das Ganze irgendwie gewinnen. Ja. Puh, ich bin sehr, sehr erleichtert, Leute. Puh, puh, puh. Okay. 3 Spieltage warten noch auf uns. Mal sehen, wie es weitergehen wird. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall an diesem GPL-Spieltag noch sehr, sehr viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.